Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der Lucky Legacy Challenge. Und wir sind natürlich wieder hier mit unserer Familie Ernest. Und hier sehen wir noch eine nackige Faith, weil sie gerade baden gehen will. Die anderen beiden sind noch am Schlafen. Aber heute ist ein ganz besonderer Tag, denn unsere Zwillinge haben Geburtstag und werden dann zu Teenagern. Ich habe vergessen, das hier vorzubereiten. Aber na gut, dann gucken wir. Es waren 191. Ich vergesse es jedes Mal. Aber es ist kein Problem. Man kann das ja einfach hier so ausfüllen. So, zack, 67. Bekomme einen Sonnenbrand. Nein. Sie ist zur Schule gegangen. Das wollte ich eigentlich nicht. Ist schon okay, ist schon okay. Wir kriegen das hin. So, und wir schmeißen nachher einfach eine Party. Ach so. Ich kann die nicht auswählen. Ah, dann machen wir es nachher. Okay, sie muss heute nicht arbeiten. Das ist auf jeden Fall gut. Dann kann sie sich wenigstens hier um alles kümmern. Danach macht sie dann noch einen Kuchen für die beiden. Wir können ja einen Kokosnusskuchen machen, weil wir dann ja nach Sulani gehen, I guess. Da kann man sich auf jeden Fall guten Sonnenbrand holen. Süß, Faith ist noch Zweierschülerin geworden. Ja, Girl, dann geh doch kurz duschen. Und dann haben die beiden Mäuse Geburtstag. Ja, irgendwie können wir keinen so richtig einladen, ne? Ich will nicht unsere Nachbarn einladen. Dann machen wir das jetzt einfach. Pech. Wir wollen eine Party. Wir wollen nach Sulani. Um 17 Uhr. Sie macht nochmal einen Nap. Absolut relatable. Auf geht's, ab geht's. Yay, dann habt ihr sogar eure Party-Outfits noch an. I love it. Sieht sehr, sehr süß aus bei euch. Und sie muss mal ganz dringend nochmal pieseln. Oh, die haben hier schon Geld ausgegeben. Einfach schön. Aber es ist okay. Es ist euer Geburtstag. Ihr dürft ein bisschen Fun haben. Lasst mal hier draußen feiern. Und dann darf Destiny sich zuerst was wünschen. So, meine Liebe. Happy Birthday! Oh mein Gott. Kannst du schon mal Kerzen drauf machen? Happy Birthday, Destiny! Okay. Sie ist ein Einzelgänger. Klar, warum nicht? So, und ihr Bestreben ist die Nummer 51. 5-Sterne-Eigentümerin. Das ist so witzig. Liebs. Wow. Look at her face. Okay, ich bin ready für das zweite Geburtstagskind. Ach, du süße Maus, ey. Sie sieht so cute aus. Ich bin so gespannt einfach. Ich meine, sie wird wahrscheinlich genauso schön sein wie ihre Schwester. Wow. Love it. Okay, okay, okay. Und sie ist treu. Oh, cannot do this anymore. Und sie bekommt das dritte Bestreben. Welches da ist? Ein guter Vampir? Ich hinterfrag gar nichts mehr. Wow, ihr seid so wunderschöne Mäuse, ne? Wow. Also ab in den Cars, würde ich sagen, ne? Ich meine, ihr Make-up ist ein bisschen wild, aber da lässt sich ja noch was machen. Also ich bin gespannt, was ich aus den beiden zaubern werde. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Step 1, wake up, really gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up. Today's gonna be a good day. 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 Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flaws, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time, it's how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up,
Today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. Giving me five brain, I want brain. Feel like I'm Chief Keef, chitty, chitty, bang, bang. Ain't plane, only ride first class on the aeroplane. Cause I own bigcock.com, that's my domain. $5 for long, smell good on my cologne. Automated life long, flowing like the Huron. Something like a peon, middle name Leon. All the one I like, yeah, never need a reason. Got freaky little honey on my lap, lap, lap. Do a flippy on the booty, it go clap, clap, clap. I'm doing nothing, making money, making stat, stat, stat. You gon' pull up to my show, you gon' clap, clap, clap. From Adele. Wir sind zurück. Und ich habe bestimmt nicht 5000 Jahre gebraucht, um sie beiden umzustylen. Aber dafür muss ich sagen, ich liebe die beiden echt sehr und ich würde am liebsten mit beiden weiterspielen, aber das machen wir natürlich auch wieder über das Zufallsprinzip. Also, fangen wir einfach mal mit Faith an. Das ist ihr erstes Outfit und ich finde sie halt so süß. Ich finde, irgendwie ist sie so ein bisschen zu einem Kawaii-Girl geworden. It's fine. Also ich weiß nicht, wie das passieren konnte, aber ich finde es eigentlich süß. Das Outfit ist halt noch sehr casual, weil eigentlich wollte ich so von wegen, dass es halt sehr bequem hauptsächlich ist und so. Aber ich wollte ja trotzdem teilweise Farben geben und so. Deswegen irgendwie ist es dann ein bisschen kawaii geworden in manchen Outfits. Aber I like it a lot. Also das hier ist sehr casual tatsächlich sogar noch. Das hier ist halt irgendwie, weiß ich nicht. Also sie gibt auch sehr girly Vibes ab irgendwie. Aber ich finde es sehr, sehr süß. Dann haben wir noch das Outfit. Ich weiß nicht, aber... I don't know. Also, außerdem habe ich ihm mal eine etwas interessantere Brille gegeben, weil ich bin ja eher so der Typ, der immer so dieselben gibt irgendwie. Und ich habe ihr eine Zahnspange gegeben, damit sie ein bisschen jünger wirkt auch nochmal. Und ich liebe es so. Das ist ihre Abendkleidung. Sieht ein bisschen aus wie eine kleine Prinzessin und ich liebe es so. Das ist natürlich dann ja auch ihr Abschlussbar-Outfit und ich kann es gar nicht erwarten, sie dann darin zu sehen. Das ist ihre Sportkleidung. Sie wird ja hauptsächlich Yoga machen und ich finde, das passt sehr, sehr gut dazu. Dann ihre Schlafkleidung ist auch sehr entspannt. I love the small Schüchchen. Dann ihre Partykleidung finde ich auch richtig, richtig süß. Das meine ich gerade damit, wenn ich sage, irgendwie ist sie so ein Kawaii-Girl geworden. Kann doch gar nicht mehr reden. Dann, das ist ihre Badekleidung. Ihr erstes Heißwetter-Outfit. Die Overknees, die mussten einfach sein, Leute. Also, und hier noch einfach ein T-Shirt als Kleidchen. Und ihr erstes kaltes Wetter-Outfit und ihr zweites, was auch wieder in diese Richtung geht. Also irgendwie ist sie ein Kawaii-Girl geworden. Aber da sie selbstsicher ist, kann ich ihr auf jeden Fall abkaufen, dass sie sich trauen würde, sowas zu tragen. Weil es ist ja nicht schlimm oder so, aber du wirst natürlich schon mehr angeschaut, wenn du halt so einen besondereren Stil trägst. Und das ist ja schon besonders, auch wenn es sehr, sehr süß ist. Aber wir haben natürlich auch noch unsere Destiny. Ich habe versucht, ihr einen eher sportlicheren Look zu geben. Weniger Röcke und so, mehr Hosen. Und da sie grün mag, habe ich immer versucht, diesen grünen Akzent mit reinzubringen. Ihr seid bestimmt noch gar nicht aufgefallen. Auf jeden Fall, das ist ihr erstes Alltagsoutfit und ihr zweites. Da sieht man auch diesen Sportaspekt auf jeden Fall mit dem Sport-BH drunter und so. Dann hat sie noch dieses hier, was sehr, sehr sportlich ist. Lieb's ganz doll. Dann hat sie ihre Abendkleidung, die ja eben kein Kleid beherbergt, sondern eben diesen sehr schicken Anzug. I like it a lot. Ich finde einfach, dass es mehr zu ihr passt. Ja, sie ist halt einfach nicht so ein Kleidchen-Girl, so, ne? Dann ihre Sportkleidung ist natürlich sehr, sehr sportlich, weil sie mag ja Fitness gerne. Dann ihre Nachtwäsche. So sehr, sehr bequem. Lieb's sehr. Ihre Ausgekleidung ist mal ein bisschen wilder, aber trotzdem nicht so classic girly und so. Dann ihr Badeoutfit. Finde ich auch richtig cool. Weil ich gebe denen halt nie so diese Anzüge und so. Aber wenn jemand so Sport und so mag, finde ich es schon passend. By the way, der Fluch dieser großen Brüste, ne? Und dieses fetten Pöppels, das kriegen wir nie wieder weg. Nie wieder. Sky ist mittlerweile schon 4 Generationen hinter uns und trotzdem ist das noch mit uns. Wir werden das nie wieder los. Dann das Heißwetter-Outfit finde ich auch richtig cool. Mit dem
Trikot. Und dann hat sie noch das hier, was ich auch richtig cool finde. Und bei kaltem Wetter hat sie zum einen dieses Outfit, zum anderen dieses hier. Ich finde, das passt nochmal ein bisschen besser zu ihr als das hier, aber trotzdem irgendwie passt's. Ich weiß nicht, ich kann das nicht so beschreiben. Okay, weiter geht's. Wie sie direkt ihre Hausaufgaben macht. Destiny! Soll Sunny sich den Sonnenbrand holen? Ich muss dafür aber eine Liege platzieren. Oder ein Handtuch. Ich meine, das geht ja auch bald unter, ne? Die Sonne. Deswegen müssen wir uns eigentlich beeilen. In Badekleidung. Es ist 19 Uhr. Ich weiß nicht, ob das mit dem Sonnenbrand jetzt noch unbedingt funktionieren wird. We will try. Aber die beiden sind so hübsch und so unterschiedlich. Ich lieb's so sehr, ne? Man könnte kaum unterschiedlicher sein und trotzdem lieben die sich so. Und das finde ich halt so toll. Oh, ich glaube, die Sonne ist weg. Es ist zu dunkel für ein Sonnenbad. Sie ist noch nicht mal braun geworden. Heute ist Alien-Nacht. Warum? Tyler Morton? Hello. Aber er ist schon erwachsen. Das ist nichts für unsere Girlies. Sie ist richtig gestresst, weil sie Einzelgängerin ist. Aber ich würde sie trotzdem an einer außerschulischen Aktivität teilnehmen lassen. Weil ich finde, sie passt gut ins Football-Team. Deswegen, let's go. Faith sehe ich aber jetzt irgendwie nicht so wirklich. Vielleicht maximal das Schachteam, aber gefühlt haben wir in jeder Generation jemanden, der ins Schachteam geht. Weiß ich nicht, ob wir das machen sollen, müsst ihr mir mal sagen. Die haben ja an sich auf jeden Fall eine gute Zeit, das freut mich sehr. Warum liegen da offene Hausaufgaben? Faith ist absolut müde. Also, same girl. Ab nach Hause. Zeit, um das Zimmer umzubauen. Will das ausmachen. Ah, also, das brauchen wir nicht mehr. Der kann ruhig bleiben. Das brauchen wir nicht mehr. Weg. Ich will das so ein bisschen anders anordnen. Warum sind hier 30 Teppiche? Hä? Ich mache diese Kommode weg. Meine Aufnahme ist gerade abgebrochen und ich glaube, meine komplette Audio ist tot. Oh, nö. Sie muss alles neu belabern. Ich fand den Part eigentlich ganz gut. Naja, richten wir mal das Zimmer weiter ein, wa? Wieso haben wir ein Charisma-Buch bekommen? Weg. Ich will so einen coolen Stuhl. Ich glaube, ich muss den Raum ein bisschen schlichter machen, weil sonst ist das ein bisschen zu viel des Guten. Also für ein Kinderzimmer war das sehr toll, aber ja, ist auf jeden Fall weniger wild. Das finde ich richtig süß. Ich glaube, das finde ich erstmal gut. Wir können ja immer noch was hinzufügen, wenn uns was einfällt. Oder sie sich irgendwas wünschen oder so. Sieht auf jeden Fall mehr nach Teenager aus jetzt. Das war ja das Ziel. Verflucht, Alter. Aber wir haben unsere Miete bekommen. Toll. Destinys Gesichtsausdruck verrät genau, wie ich mich gerade fühle. Ich schau mal, ob ich irgendwie das doch noch retten kann. Also die Datei. Ansonsten muss ich mal gucken, wie viel Stoff ich jetzt hier habe in dem Video und wie ich das machen soll. Sollte es anders gewesen sein, dann tut es mir leid. Wenn es so war wie immer, weil ich es irgendwie doch retten konnte, dann vergesst, was ich hier gesagt habe. Aber ich fühle mich jetzt ein bisschen unmotiviert, weiterzumachen. Und das Umstyling hat so lange gedauert, dass ich jetzt auch schon so lange aufnehme wie sonst auch. Deswegen hoffe ich, ihr habt Verständnis dafür, wenn ich jetzt an der Stelle schon den Part beende und wir die Aufgabe noch nicht mal gelöst haben mit dem Sonnenbrand. Aber ich glaube, ihr könnt es mir nachsehen. Wir haben nur einen Tag geschafft, aber es ist okay, denke ich. Es wird wieder alles gut werden. Mit Sicherheit. Ich hoffe, dass es euch trotzdem gefallen hat. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!